Tradition, dass der Schirmherr der Fulderer Forse, unser Oberbürgermeister, der Dr. Ringenfeld, eine Rede hält. Und der Zeitpunkt ist jetzt gekommen. Jetzt sind Sie dran. Ein bisschen müde sieht er noch aus vom Ball. Lang getanzt hat er, aber das ist immer so schön, wenn man so als Karnevalist ganz frisch kommt und die anderen zum Prinz noch ein bisschen müde ist, der Oberbürgermeister noch verknittert ist. Und wir Gardisten, wir sind fit wie eine Eins, ne? Aber der Oberbürgermeister, der steckt da schon weg und wird jetzt eine feurige Rede halten. Unser Oberbürgermeister. Ja, lieber Prinz, liebe Prinzenmannschaft, liebes Präsidium, lieber Gardeinspekteur, liebe Narren, sehe ich den Futtermarkt hier so voller derischer Leute, erfüllt das Herz des OB voller Freude. Aber es bringt ja nichts, es schön zu reden. Ich habe gestern wieder den Schlüssel vom Stadtschloss an den Prinzen übergeben. Jetzt regiert nicht der Stadtbaurat oder der OB, jetzt regiert ihr Narren und das ist Himmelschnee. Ja. Zum letzten Jahr mit dem Prinzen Alexander gab es im Stadtschloss schon eine ganze Menge Durcheinander und in diesem Jahr geht's heiter weiter, denn der Prinz ist er nicht ein Prachtexemplar von einem Schimmelreiter. Jawohl. Und schau ich euch als Prinzenmannschaft an, dann tut das richtig gut, denn jeder spürt es sogleich, ihr habt wirklich die Fastnacht von Kinderauf im Blut. Sehe ich euch, ihr lieben Narren, in euren bunten Farben, sag ich als OB, ein Hoch auf all unsere Kapellen und unsere Garden. Und jedes Jahr, keiner reimt so, keiner macht es so wie er. Ich sage danke, mein lieber Gardeinspekteur. Das ist auch mal ein Applaus wert. Ich wünsche euch viel Spaß bei der Kampagne. Lasst euch durch die wilde Welt, durch diese Zeiten nicht verdrießen. Ihr sollt die Kampagne mit Freude genießen. Ihr lieben Leute, glaubt mir nur, die Fastnacht in Voll, das ist nicht nur Feiern, das ist Kultur pur. Und so grüße ich euch zur Generalmobilmachung. Wie könnte es anders sein? Mit einem dreifach donnernden Welsch voll! Welsch voll! Welsch voll! Ja, Herr Oberbürgermeister, vielen Dank für diese tolle Rede. Und da sieht man, so ein Ball ist doch weggesteckt, ruckzuck. Man kann auch eine Rede dann so halten. Und ich darf ansagen, die Musik vom FFCK, den Musikfreunden Fulda und dem Musikverein Horas. Auf geht's, lass krachen! Viele Tänzer, das ist ja eine tolle Sache. Als nächstes hält sich bereit die Bürgergarde, der Musikverein Liesig und die Gardeband Kemmerzell. Ja, und wie sich gehört an der Generalmobilmachung, spricht natürlich auch unser Prinz ein paar Worte zum närrischen Publikum. Liebe Garden, Fürstlichkeiten und Narren der Bullermann, es spricht zu euch seine Tollität, unser Prinz. Dirk Novus Rotellicus, der 76. von Fulda! Ja, liebe Narren, hier in der wunderschönen Barockstadt Fulda, als Prinz von Fulda, darf ich euch alle recht herzlich willkommen heißen und begrüße ganz besonders den OB, der Schirmherr der Fuldaer Forse, natürlich alle Tollitäten, die hier oben mit bei mir stehen und alle Herren, die hier am Buttermarkt sich eingetroffen haben.
Es ist einfach ein tolles Bild, wenn man von hier oben nach unten schaut. Das ganze bunt, wie alle Farben sind vereint. Das macht einfach Spaß, das macht Freude. Normalerweise stehe ich unten bei euch. Heute, dieses Jahr, stehe ich hier oben. Und das ist mir eine große Ehre, dieses Jahr der Prinz von Fulda zu sein. Der 76. Dirk Novus Otelicus von Fulda. Wollen wir mit denen aber aufpassen? Ich mach mein Stellchen selber. Ja, gestern Abend mit dem Ball hat es angefangen. Heute beginnt die heiße Phase bis Rosenmontag. Und eins kann ich euch versprechen. Die Mannschaft und der Prinz ist einer von euch. Und ich will mit euch mit den Randstaaten feiern. Das ist mir wichtig, da lege ich viel, liegt mir viel daran. Und eins ist klar, das Motto dieses Jahr, lass die Vorsicht in dein Herz. Das wollen wir leben mit euch zusammen. Und ich freue mich einfach mit euch zusammen bis zum Rosenmontag die Fastnacht hier in Fulda zu feiern. Ich wünsche allen noch einen schönen Tag und jetzt hier verabschieden und mit meinem Schlachtruf dieses Jahr. Also, es grüßt euch Prinz Dirk Novus Otelicus, der 76. von Fulda, mit einem Dreifach. Völlig voll! Nein! Völlig voll! Nein! Völlig voll! Nein! Viele Namen geben, du musst denn nur sagen, der Prinz von Fulda. Du kannst sagen auch der Prinz von Bronzell, ein echter Edelzeller. Jung, also da gibt es viele Möglichkeiten. Ist alles richtig. Ja, vielen Dank. Und jetzt kommt natürlich das Lied von der Bürgergarde, Kronenzeche und Kemmerzell. Auf geht's! Jetzt für die Generalmobilmache. Ich möchte noch mal zwei Mann hier neben mich bitten, meine neuen Stellvertreter. Das ist einmal der Heiko Rausch, der jetzt gleich rechts neben mir steht. Und der Florian Heer, der gleich links neben mir steht. Ihr habt es unten schon gesehen, das sind meine neuen Stellvertreter als Gardeinspekteure. Und ich sage da mal dem Jochen Weber und dem Markus Wiczerek ein großes Dankeschön, die zwar nicht mehr im Dienst sind, aber die wir heute noch mal reaktiviert haben, dass hier alles so reibungslos läuft. Danke an euch für die Hilfe. Dann danke nochmal an den Robby vom Festchen, dass er so schön die Wirtung übernommen hat. Er kann noch ein bisschen euch was zu trinken, was zum Aufwärmen geben. Ich danke ganz herzlich dem Harald Fischer und dem Martin Kehm für die Tonübertragung hier, dass alle das auch so schön hören können. Der Sparkasse Fulda danke ich, dass wir hier sein dürfen. Und dem Heiko von den Maltesern, dass er aufpasst. Heiko ist der Papa, ja. Dem Chris von den Maltesern, dass er so schön auf uns aufpasst, dass nichts passiert. Weil bei so vielen Leuten, da müssen wir dann schon mal ein bisschen was auf zum Aufpassen haben. Danke euch, dass ihr da wart. Mittreiber, falsch voll! Falsch voll! Falsch voll! Und vielleicht kann jetzt jemand nochmal Ich bin in Fulda verliebt spielen als schönen krönenden Abschluss für die Generalmobilmachung. Kommt gut heim. Danke, dass ihr bei der Kälte da wart. Aber vorhin war die Sonne da. Tschüss. Wir haben eine tolle Fastnacht jetzt noch. Macht's gut.